Augenblick auf jeden Fall erfolgen. Das ist jetzt der Fall und das Alpine Motorenöl Seeakt-Rennen ist gestartet. 3600 Meter die Distanz. Zunächst einmal natürlich keine wirkliche Pace im Feld. Wutzelmann hatte das Kommando. Wenn die Pferde gleich hinter den Bäumen hervorkommen, werden wir sie das erste Mal auch wieder zu sehen bekommen. Wutzelmann vor Icarium, Dorleys Anthem, dann Serienlohn vor Aufsteiger. Dann sehen wir an der Innenseite Rosenkönig, außen begleitet von Ismina und zunächst einmal am Ende ist Peintre Elusive. So geht es jetzt also gleich in die Diagonale, dann stehen dort auch die ersten Hindernisse an. Die erste Kurve wurde absolviert. Im Innenraum also jetzt Wutzelmann vor Dorleys Anthem, Icarium, Serienlohn, dann ist es Aufsteiger. Der erste Sprung wurde absolviert von allen Kandidaten, soweit wir das erkennen können, ohne jegliche Probleme. Nächster Sprung in der Diagonale steht bereits an. Jetzt sehen wir die Pferde. Wutzelmann führt also vor Dorleys Anthem, vor Icarium. Dahinter dann sehen wir Ismina an der Innenseite, Serienlohn, Aufsteiger, Rosenkönig und Peintre Elusive. Der Sprung ausgangs der Diagonalen steht jetzt gleich an. Dann geht es durch den Horner Bogen und dann geht es auch in Kürze in den See hinein. Wutzelmann springt an der Spitze, souverän, führt das Feld nach wie vor an. Vor Dorleys Anthem, dann Icarium. Dann sehen wir die Farben von Ismina, Serienlohn, Aufsteiger, Rosenkönig und Peintre Elusive. So, jetzt geht es entgegengesetzt der eigentlichen Rennrichtung durch den Horner Bogen hindurch, nach wie vor natürlich bei alles andere als zügiger Fahrt. Wutzelmann, Dorleys Anthem, dann innen Icarium, außen sehen wir Ismina, Rosenkönig, Serienlohn, Aufsteiger und Peintre Elusive. So geht es jetzt kurz in die Gegenseite hinein, dort steht kein Sprung an, dann aber, wenn es vor den See geht. Ein Hindernis noch, dann geht es wie gesagt in den See hinein. Die Pferde sind jetzt wieder verschwunden, biegen jetzt links ab, kommen auf den See zu. Dort steht der letzte Sprung vor dem See an. Schauen wir, ob alle Kandidaten da erstmal glatt hinüberkommen. Das ist der Fall. Oh, da wurde es mal ein wenig eng für Serienlohn. So, und jetzt geht es in den See hinein. Hoffen wir, dass alle die Schwimmflügel dabei haben, dass das alles gut geht. Natürlich wird das Tempo komplett gedrosselt. Dorleys Anthem als erster, Icarium, Aufsteiger, Ismina. Die suchen sich jetzt alle eine gute Position. Und Peintre Elusive dort vom Ende des Feldes. Wer schwimmt am besten? Das ist die Frage. Dorleys Anthem, Aufsteiger, schwimmt sehr gut. Icarium, Serienlohn und dann ist auch Ismina mit dabei. Wutzelmann hat komplett die Position eingebüßt. Alle Kandidaten glatt aus dem See hinausgekommen. Das freut uns sehr. Wutzelmann ist als erster in den See gegangen, als letzter hinausgekommen. Dorleys Anthem führt also und jetzt sind sie gefragt. Eine komplette Runde noch und dann wissen wir, wer das Seejagdrennen gewonnen hat. Vorne ist Dorleys Anthem, also vor Peintre Elusive. Dann ist Aufsteiger, drittes Pferd. Vor Ismina an der Innenseite, Icarium. Außen ist es Serienlohn, dann Rosenkönig und Wutzelmann, letztes Pferd. So geht es also nun wieder durch den Wandsbecker Bogen hindurch in Richtung der Gegenseite und dann natürlich auch so langsam in Richtung der entscheidenden Phase. Vom ersten bis zum letzten Kandidaten sind das keine vier Längen. Dorleys Anthem, Michael Huber, drückt ein wenig auf das Tempo, hat zwei, drei Längen Vorteil. Oh, da wird es mal ein wenig eng so und jetzt sind die Pferde verschwunden, es ist aber alles gut gegangen. Dorleys Anthem mit Aufsteiger, drückt ein wenig auf das Tempo dort. Benjamin Gelet, dann sehen wir die Gruppe mit Ismina, mit Peintre Elusive an der Innenseite, Icarium, Serienlohn, Rosenkönig und Wutzelmann. Der nächste Sprung steht gleich an. So langsam geht es, wie gesagt, in die entscheidende Phase hinein. Wir warten, bis wir die Pferde wieder zu sehen bekommen. Die kommen jetzt gleich hier aus dem Außenkurs heraus. Wo sind sie? Wir werden es gleich sehen. Dorleys Anthem war auf jeden Fall mal in Front. So langsam geht es, wie gesagt, in die entscheidende Phase nun hinein. Da sind sie, die Pferde. Und Dorleys Anthem ist auf jeden Fall mal nicht mehr vorne. Ismina an der Innenseite. Peintre Elusive. Dann ist Aufsteiger nach wie vor mit dabei. Das war das drittletzte Obstakel. Dorleys Anthem führt vor Ismina. Aufsteiger macht einen starken Eindruck. Peintre Elusive. Dann Icarium. Wutzelmann. Rosenkönig ist aktuell letztes Pferd. Gleich geht es um den letzten Knick. Dann steht nur noch ein Hindernis an. Vorne ist Dorleys Anthem. Dorleys Anthem vor Ismina, Aufsteiger, Benjamin Gelet. Der hat noch nicht den kleinsten Finger gerührt auf dem Schützling von Carina Fay. Letzter Sprung steht an. Dorleys Anthem, Ismina, Aufsteiger. Der versucht jetzt hier mit seiner Flachklasse natürlich anzugreifen. Jetzt die Schikane. Wer ist vorne? 5, 6 Pferde in einer Linie. Icarium an der Innenseite. Peintre Elusive außen. Ismina ganz außen. Aufsteiger. Was
Schiff gewinnt. Vor Ikarium, vor Aufsteiger, vor Ismina, Rosenkönig und dann Wutzelmann. Ich glaube, das war eine der tollsten Steeplechase-Rennen, die wir jemals in Deutschland gesehen haben. 5 Pferde nach dem letzten Sprung, noch mit Siegchance. Und vom 1. bis zum 4., das war keine Länge, die die Kandidaten getrennt hat. Pontre Lucif für Pavel Tuma und Jan Faltischak gewinnen also hier unser Seeaktrennen.